Ja, ich merke, ihr seid alle sehr gut drauf. Ich auch. Das freut mich. Wenn ich euch jetzt sage, dass ich heute was über Teilchenphysik erzähle, seid ihr immer noch gut drauf? Ja! Sehr schön. Das heißt, dann habe ich genau das richtige Thema mitgebracht. Ich möchte euch heute mit euch ein kleines Gedankenexperiment vorführen. Stellt euch mal vor, ihr wärt Teilchenphysiker oder Teilchenphysikerin und ihr wollt was über kosmische Strahlung erfahren. Fragt euch sicherlich zunächst erstmal, was ist kosmische Strahlung und wofür möchte ich überhaupt was darüber wissen. Und ich habe ja gesagt, ihr seid Teilchenphysiker, ihr solltet das eigentlich beides wissen, aber ich erkläre es trotzdem nochmal. Kosmische Strahlung sind viele kleine geladene Teilchen, die durchs Weltall schwirren. Wenn ihr euch so einen Quadratmeter nehmt im Weltall, dann schwirren dann pro Sekunde ca. 10.000 von diesen Teilchen hindurch. Die haben unterschiedliche Massen, unterschiedliche Energien, sind unterschiedlich geladen. Und wenn die Physiker da diese Teilchen untersuchen, dann können die da spannende Sachen draus lernen und zum Beispiel Sachen über den Urknall erfahren oder über Antimaterie und solche fancy Sachen. Das heißt also, Kenntnisse über diese kosmische Strahlung sind für die Physiker unbezahlbar. Und deswegen entwickeln wir gerade an einem Teilchendetektor, um genau diese Teilchen zu untersuchen, der als Satellit ins Weltall geschossen werden soll. Und da möchte ich heute ein bisschen was darüber erzählen. Zunächst mal, wer sind wir? Das machen wir natürlich nicht alleine, sondern das ist ein internationales Forschungskonsortium. Und das sind unter anderem Forscher von der RWTH Aachen. Das ist Professor Scheel, der das Ganze leitet, der ist Physikprofessor an der RWTH. Da sind aber auch Kollegen von der FH Aachen dabei und Kollegen vom CERN, zum Beispiel im Kernforschungszentrum in der Schweiz. Und ja, wir bauen zusammen oder entwickeln zusammen an diesem Satelliten, an diesem Detektor. Und ich möchte euch heute zeigen, dass das eigentlich gar kein großes Hexenwerk ist, dass ihr mit einfachen Hausmitteln euch eigentlich selber aus dem Detektor zu Hause bauen könnt. Deswegen habe ich eine praxisnahe Anleitung für euch mitgebracht. Ja, fangen wir zuerst mal damit an, was brauchen wir denn für einen Teilchendetektor? Zunächst brauchen wir ganz viele Röhrenbildschirme. Wenn ich mich so umgucke, sind auch einige jüngere Leute, aber ich glaube, alle nicht viel jünger als ich. Das heißt, ihr kennt vielleicht alle noch Röhrenbildschirme. Das waren so alte Fernseher oder auch Monitore vom PC. Die sind ja eigentlich fast länger gewesen, als sie hoch waren. Die werden heute nicht mehr so viel benutzt, aber vielleicht findet ihr auf dem Dachboden eurer Oma ein paar davon. Genau, davon brauchen wir einige. Ich habe jetzt hier mal 23 Stück berechnet. Ja, plus minus ein paar. Wir brauchen nicht nur diese Röhrenbildschirme, wir brauchen auch noch 90 Kilometer von einem Kabel. Ein spezielles Kabel, das ist später mehr. Dann brauchen wir eine Getränkedose. Auch nicht ganz handelsüblich, aber auch dazu später mehr. Und wir brauchen Sonnenschirme. Die sind allerdings handelsüblich, die könnt ihr einfach im Baumarkt kaufen. Davon habe ich jetzt mal hier 4 Stück aufgeschrieben. Und um ehrlich zu sein, brauchen wir noch ein paar Sachen mehr, nämlich natürlich auch noch ein paar Dübel und Schrauben, um das Ganze zusammenzubauen. Genau. Erster Schritt, wir wickeln unser Spezialkabel um unsere Getränkedose. Unsere Getränkedose, ist ja nicht ganz handelsüblich, sondern die ist ein bisschen größer als die übliche. Hier ein kleiner Mensch zum Vergleich, also unsere Dose hat ca. 4 Meter Durchmesser und ist 6 Meter hoch. Jetzt wickeln wir da unser Kabel rum und dann haben wir so eine schöne Spule. Und dann nehmen wir uns eine Säge und säbeln oben und unten da den Deckel und den Boden ab. Dann haben wir nur noch diesen schönen Zylinder hier übrig. Und dann geht's an die Fernseher. Und jetzt fragt ihr euch, okay, brauchen wir die gesamten Fernseher? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur einen Teil aus diesem Fernseher und das ist dieser Leuchtschirmform. Denn Röhrenbildschirme haben ein Funktionsprinzip, was dem unseres Teilchendetektors ein bisschen ähnelt, insofern, dass dieser Leuchtschirm vorne, der leuchtet, wenn da geladene Teilchen auftreffen. Das ist nämlich genau das Funktionsprinzip von einem Röhrenfernseher, da ist ein Elektronenstrahl, der wird speziell gesteuert und der malt letztendlich das Bild vorne auf diesen Leuchtschirm auf. Das heißt, wenn da ein Elektron auftritt, dann leuchtet er da. Und deswegen brauchen wir diese Leuchtschirme. Das heißt, wir gehen jetzt hin, wir nehmen diese Fernseher, machen die kaputt, bauen die Leuchtschirme aus, fertig. Dann nehmen wir diese Leuchtschirme und wir müssen die zusammenbauen. Wir bauen daraus so große Zylinder, 2 Stück an der Zahl. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, so ca. 160 von diesen Schirmen braucht man, um einen Zylinder zu machen. Auch der ist, wie ihr seht, relativ groß, nämlich ähnlich groß wie unsere andere Spule. Jetzt nehmen wir die Spule, die wir vorhin gebaut haben, schieben die in diesen einen Leuchtschirmzylinder rein. Der andere Leuchtschirmzylinder, den wir gebaut haben, ist ein bisschen kleiner, deswegen können wir den reinschieben. Und dann habt ihr jetzt also, oder haben wir jetzt eine Spule, die hat innen und außen so eine Detektorschicht. Da brauchen wir also als letztes noch unsere Schirme. Und da
gehen wir einfach hin, wir sägen unseren Stiel ab und dann nehmen wir alle diese abgesägelten Schirme, stapeln die aufeinander und dann haben wir ja, unsere Konstruktion fertig. Das heißt, darf ich vorstellen, unser Teilchenbedecker. So, jetzt müssen wir hoffen, dass wir natürlich nicht, wenn wir irgendwie das ganze Ding zu Balladen gebaut haben, nach der Anleitung am Ende noch irgendwelche Teile übrig haben. Kennt ihr sicher von Ikea, man baut alles zusammen, am Ende ist was übrig. Ärgerlich, aber ich denke mal, wenn wir das alles nach dieser Anleitung machen, dann passt das. Jetzt fragt ihr euch, okay, was machen wir mit dem Teil? Ich hatte ja von kosmischer Strahlung gesprochen. Kosmos, wir sind also im Weltall. Wo sind wir im Weltall? Wir sind 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Wenn ihr jetzt also auf der Sonne stehen würdet, sind wir hinter der Erde. Das heißt außerhalb des Erdorbits. Und da gibt es eine Stelle, da kann man ganz gut so Satelliten abstellen, die bleiben da stabil an einer Stelle stehen. Das ist ganz praktisch für uns. Und ja, wenn ihr euch jetzt sicherlich denkt, wir haben Sonnenschirme gebaut, ich habe von der Sonne geredet, ja sicher, das hängt zusammen. Genau, wenn wir nämlich unsere Sonnenschirme immer Richtung Sonne ausrichten, dann haben wir dahinter Schatten. Und Schatten heißt im Weltall, dass es bitterkalt ist. In unserem Beispiel, oder in unserem Satelliten, sind das minus 220 Grad Celsius. Und ja, jetzt fragt ihr euch, okay, warum wollen wir es denn so kalt haben? Aber ich hatte ja von unserem Spezialkabel erzählt. Und unser Spezialkabel hat eine coole Eigenschaft, die wir uns zunutze machen. Es ist nämlich supraleitend. Supraleitend. Krasses Wort. Klingt sehr hochtrabend, aber es heißt letztendlich einfach nur, dass Materialien, die supraleitend sind, die haben einfach bei tiefen Temperaturen, da leiten die extrem, extrem, extrem gut Strom. Also wirklich, wir können da ohne Ende Strom durchschieben, die haben keinen elektrischen Widerstand. Das ist sehr praktisch für uns, weil wir eine Magnetspule bauen. Und je mehr Strom wir da durchschieben können, desto mehr Magnetfeld haben wir. Das ist gut für unsere Physik. Also, wir nennen uns, wir haben hinter unserem Sonnenschirm, haben wir sehr kalt, das heißt, unsere Spule, da können wir sehr viel Strom durchjagen. Und falls ihr jetzt denkt, diese Supraleiter sind irgendwie, naja, nur so eine Weltraumtechnologie, mit der habt ihr noch nie was zu tun gehabt, kann ich euch ein bisschen besser mitnehmen. Lisas Vortrag hat ja eben von einem Quench erzählt, dem flüssigen Helium, was entweicht. Genau diese Supraleiter stecken nämlich in jedem MRT-Gerät drin. Und ja, deswegen, wenn wir jetzt dann unseren Strom einschalten, haben wir also ein Magnetfeld, das ist ziemlich stark, das ist auch tatsächlich ziemlich genauso stark wie das Magnetfeld von unserem MRT-Gerät. Und ja, jetzt haben wir also so dieses Magnetfeld und eigentlich wollten wir ja Teilchen vermessen. Das war ja der ursprüngliche Plan unseres Detektors. Und jetzt ist es so, dass diese Teilchen ja, wie ich sagte, in alle Richtungen durchs Weltall schwirren, mit ja, circa Lichtgeschwindigkeit durchfliegen, eigentlich mit einer geraden Bahn. Aber wenn jetzt so ein Teilchen auf unser Magnetfeld trifft, dann denkt sie so, ui, Magnetfeld, ich muss nichts abbiegen. Die Dinger, oder allgemein haben geladene Teilchen, nämlich die Eigenschaft, wenn sie sich bewegen durch ein Magnetfeld, werden die abgelenkt. Und genau diese Eigenschaft macht uns zunutze. Wenn ich jetzt also ein Teilchen bin und ich komme in das Magnetfeld rein, dann fliege ich auf einmal nicht mehr gerade, sondern eine gekrümmte Bahn. Und jetzt fragt ihr euch, okay, was mache ich damit? Ich sehe das Teilchen ja nicht. Ja, aber wir haben ja unsere Detektorschichten eingebaut. Wir haben ja unsere Leuchtschirme, die sind ja außen um unsere Spule rum. Und praktischerweise leuchten die dann, wenn da ein Teilchen durchfliegt. Das heißt also, ich kann jetzt genau sehen, aha, Lichtblitz, da war also mein Teilchen. Und das heißt, ich kann genau diese Bahn von diesem Teilchen nachvollziehen. Und ja, das ist ziemlich cool, weil die Physiker nämlich aus dieser Bahn mit fancy mathematischen Verfahren dann berechnen können, was letztendlich die Energie dieses Teilchens war, auch wie schwer dieses Teilchen ist, was für eine Ladung es hatte. Und aus all diesen Daten über diese Teilchen können Sie dann sagen, okay, wir glauben mit der Wahrscheinlichkeit, dass es das und das Teilchen war, das kommt da und daher vielleicht und können Ihre Theorien über den Urknall oder Antimaterie oder so widerlegen oder bekräftigen. Und ja, jetzt habt ihr euch sicherlich gefragt, okay, baut ihr wirklich Röhrenbildschirme in einen Satelliten ein? Nein, tun wir nicht. Unser Satellit ist natürlich ein bisschen anders aufgebaut. So sieht der aktuelle Entwicklungsstand davon aus, der wird sich auch noch weiter verändern, denn ja, das dauert auch noch ein bisschen, bis das Ding, wenn es überhaupt ins All fliegt, dort starten wird. Und nicht, dass ihr denkt, dass der Beamer hier kaputt ist und dass er nur Schwarz-Weiß-Bilder anzeigen kann. Ich habe euch natürlich auch noch ein buntes Bildchen mitgebracht. So sieht der Detektor aus, hoffentlich, wenn er noch mal im Weltall sein sollte. Das ganze Experiment heißt AMS-100. Und ja, als Abschluss habe ich noch eine Bitte an euch. Und zwar wäre es richtig cool, wenn ihr in den nächsten Jahren weiter fleißig eure Steuern zahlt. Denn ja, es wäre so wirklich schön, wenn wir 2045 diesen schönen Satz ins All schießen können. Dankeschön.